Und moin! Willkommen zu Bögis Welt Jubiläum! Jubiläum! Noch wieder Bier trinken hier, ne? Ach, ich sag's dir. Ja, hier in der vierten Staffel haben wir jetzt sozusagen Halbzeit. Wir kommen heute zum 3500. Fakt. Das ist schön. Und eine Menge. Eine Menge? Was? Fakten, Fakten, Fakten. Ach so. Ach, heute geht es wieder um Fakten. Heute machen wir Faxen. Faxen. Ja. Papa, fixe, fixe. Was? Papa, fixe, fixe. Naja, der. Kennst du den Witz nicht? Ach, das war, glaube ich, ihr müsst entschuldigen, ich höre ein bisschen schlecht. Also von daher, ich verstehe daran, er will sie ficken oder so, aber. Ja. Den sächsischen Witz mit den Füchsen kenne ich. Ja, ja, genau. Ihr auch? Wenn nicht, dann schreibt es in die Kommentare. Dann schreiben wir nicht mehr drunter. Wird dann geantwortet. Ja. Ja. Ja, fangen wir jetzt mal beim Jubiläum. Jubiläum! Beim Fakt 3471 an. Gürteltiere sind scheinbar kugelsicher. Das fand ein Mann in Texas jetzt unfreiwillig heraus, nachdem er, warum auch immer, zur Waffe griff und drei Schüsse auf dieses gepanzerte Säugetier abgab. Eine der Kugeln prallte ab und traf den Mann am Kiefer. Instant Karma. Was? Instant Karma. Also das Karma, das schlägt gleich zurück. Ach so, ja. Wenn man auf ein wehrloses Tier schießt. Ja, ne? Das sollte man ja auch nicht machen. Nee. Ja. Der wusste wahrscheinlich noch nicht mal, was das war für ein Tier. Deswegen hat er das könnte sein. Erst schießen, dann fragen. Texas halt, ne? USA. Ne? Ja. Ja. Vielleicht war es ja auch kein Gürteltier, vielleicht war es ja irgendwie ein Außerirdischer oder sowas. Mini-Tank. Ja, genau. Wenn man sich mal nicht so ganz versteht, ist man taub. Ja, aber das ist auch gar nicht verwunderlich, wenn man sich mal nicht versteht, denn es gibt 6500 verschiedene Sprachen auf der Welt. Ja, das erklärt einiges. Das erklärt einiges. Und manchmal ist man auch taub. Ja. Da fällt mir ein, Norwegen zum Beispiel hat nur 5,4 Millionen Einwohner. Aber rund 100, und sie sprechen dort aber über 150 verschiedene Dialekte. Jeder Fjord hat seinen eigenen Dialekt. Also sie sprechen da 150 verschiedene Dialekte. In Deutschland mit ihren 80 Millionen Einwohnern kommst du nur so auf 10 Hauptdialekte und so 20 Unterdialekte. Ja, da gehört dann zum Beispiel statt Friesisch Saterfriesisch dazu. Oder dass das Schwäbisch dann halt Badisch ist oder so. Ne? Also wir kommen auf vielleicht 30 Dialekte bei 80 Millionen. Ne? Norweger ist dann auch schwer, sich zu verstehen. Baba, fixe, fixe. Fixe, ja. Sächsisch gehört zu 10 Hauptsprachen, Hauptdialekten, die es in Deutschland gibt. Wie viel sprichst du? Deutsch. Ich spreche Deutsch. Hochniederdeutsch oder Hochmitteldeutsch? Deutsch. Okay. Deutsch mit Nuschelig. Hm. Je nachdem, wo ich meine Zähne drin habe oder nicht. Ja, manchmal kann aber auch Sprache ganz einfach sein,
Denn im alten Ägypten zum Beispiel war das Wort für Katze Miu oder Miau. Also so wurde es dann ausgesprochen. Miau. Miau. Aha. Dann sind wir aber nicht sehr erfinderisch, was so mit unseren Katzen, ne? Ja, aber ist ja am einfachsten, ne? Ja, ist also am einfachsten, ja. Sprechen dann Kleinkinder Ägyptisch? Das könnte sein. Deswegen versteht man die nicht. Es kommt drauf an, in welchem Land du sie adoptiert hast. Oder in welchem Urlaub du sie gezeugt hast, ach, vielleicht. Hm. Fakt 3475. Wo wir bei Ägypten waren. Ägypten wird auch als das älteste Land, als das älteste Land der Welt eingestuft. Und geht auf das Jahr 3100 vor Christus zurück. Ne, das erste Land, was so als Gesamtfläche so erfasst wurde und sich auch als Staat so sah. Also du meinst jetzt als wirklich Nation, ja. Staat. Ja. Ja. Also Land gab es ja schon immer. Land gab es schon, Wasser gab es auch schon immer. Himmel auch. Echt. So, jetzt wird es wieder schwierig mit der Aussprache hier, wo wir schon bei Sprachen sind. Hallo Quadratum Walsbi ist ein salzliebendes, flaches, quadratisches Lebewesen. Jetzt würde man so ein bisschen an SpongeBob denken, glaube ich. Ja. Aber es wurde 1980 von Anthony E. Walsby in der Gavish Zapsha, einem hypersalinen Küstenbecken bei Sharm el-Sheikh auf der Sinai-Halbinsel in Ägypten entdeckt. Ägypten. Wieder Ägypten. Wieder Ägypten. Ja, ich habe da mal ein Foto von gesehen. Die sind wirklich so quadratisch grün. Sieht aus wie so ein... Sieht eher aus wie so ein Tetris-Baustein. Ja, ich musste jetzt irgendwie gerade an Windows denken. Oder an so ein Windows-Ding. Ja. Haben aber nur eine Kantenlänge von 80 Mikrometern. Ja, also so mal so, aber halt in klein. Aber die schwirren da rum im Channel, Dings da. Ja. Ja. Jo. Wie hat er das entdeckt? Er ist bestimmt. Oh, was ist das denn? Ist er reingetreten, ne? Nee, er ist bestimmt im Mikroskop tauchen gegangen. Ja. Der konnte schlecht sehen. Ja, genau. Hat er sich so. Oder er hat schon von vornherein statt der Brille gleich solche Objektive drauf. Genau. Macht Sinn. Oder er hatte eine VR-Brille auf. Und dann dachte er, er wäre im Wasser und dann kam halt das Windows-Logo da durch. Ja, genau, aus dem Bildschirm schon. Also, ja. Oh, ich nenne es Hallo Quadrato Walsby. Mr. Walsby, was sehen Sie denn? Da können Sie es nicht sehen. Ja. Da ist es, nein, jetzt ist es da. Ja, machen Sie mal. Ist aber wirklich so. Könnte ja gerne mal googeln. So, jetzt machen wir aber noch einen aus Ägypten und dann ist mit Ägypten auch erstmal gut, ne? Sharm el-Sheikh, Ägypten. Jeder Kalkstein und Granitblock, aus dem die großen Pyramiden von Gizeh bestehen, wiegt 2,5 Tonnen. Also jeder einzelne Granitblock, die sind größer als 40 oder 80 Mikrometer, die sind ja hier, ne, wie, die sind schon groß. Und jeder einzelne wiegt halt 2,5 Tonnen. Und in dieser ganzen Pyramidenlandschaft da in Ägypten stehen, dann sind das, haben sie durchgerechnet, sind das 2,3 Millionen Quader, die da rumstehen. 2,5 Tonnen. Und was ergibt das dann zusammen? Das kann sich ja jeder selber ausrechnen auf seinem Dings. 2,3 Millionen mal 2,5 Tonnen. Eine ganze Menge. Das ergibt eine Menge. Ergibt wahnsinnig viel Masse.
Aber ich hätte da noch so ein Ägypten-Fakt, könnte ich ja noch mit einwerfen. Die haben ja damals zum Beispiel auch sehr viel Bier getrunken. Haben die das nicht sogar erst erfunden sogar? Ja, ich kann auch sagen, dass es erfunden war. Obwohl, das kann, glaube ich, aus dem Orientalischen irgendwie dann, ich weiß es nicht. Damit wir hier auch mal wieder anstoßen können. Genau, zum Jubiläum. Jubiläum! Fakt 3478. Du meintest da eben auch Bier, das kam ja vielleicht auch so aus den asiatischen Ländern, ne? Dann gehen wir mal nach Asien, ferner nach China. Die haben ja viel davon, die Chinesen. Die haben ja diese schöne lange Mauer, nicht wahr? Die chinesische Mauer, und man bräuchte ungefähr 18 Monate, um die gesamte chinesische Mauer entlang zu gehen. Da bräuchtest du also ungefähr ein Tagespensum von ca. 15 Kilometer am Tag, denn diese Mauer ist über 8000 Kilometer lang. Jo. Und endet im Meer. Also da hast du zu tun. Eigentlich hätten die, gegen wen war das? Mongolen? Aus dem Norden. Ja, die hätten eigentlich einfach nur hinten um die Mauer rumfahren müssen mit einem kleinen Boot. Ja. Aber damit hätten sie natürlich 18 Monate gebraucht, um da jetzt mal reinzulaufen. I'm walking, here is me, I'm walking, you and me, I'm walking. You come back to me. And I would walk 500 miles and I would walk 500 more. 2000 Meilen? To be the man who walks 1000 miles to get to the end. Da 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 da. Ja, ganz schön lang das Teil. Wo wir gerade bei langen Teilen waren. Das längste zusammenhängende Gebäude Europas ist der ehemalige Berliner Flughafen Tempelhof mit 1,2 Kilometer Länge. Bei seiner Erbauung 1938 war er sogar das längste zusammenhängende Gebäude der Welt. Wer jetzt geistig so die Ferienlandschaft von Prora an der Ostsee vor Augen hat, wo diese kilometerlangen Dings sind, die haben Lücken dazwischen. Ja, die 5 noch bestehenden Gebäude haben eine Länge von 2,5 Kilometern, aber es sind halt 5 einzelne Gebäude, nicht zusammenhängend. Also das längste zusammenhängende Gebäude Europas ist nach wie vor Flughafen Berlin-Tempelhof. Das ist wieder so ein Nazi-Bau gewesen, ne? Ja, wir haben immer groß gebaut. Die wollten wieder was kompensieren. Ja, so als kleiner Österreicher muss man in Deutschland was kompensieren. Kommen wir zu etwas ganz anderem. Ja, wir müssen irgendwie den Übergang schaffen. Also wenn etwas zu lang ist, dann muss man es kürzen oder abschneiden. Ja genau, also Prora wäre ja das längste gewesen, wenn die Gebäude nicht getrennt gewesen wären. Genau. Und womit kann man sehr gut trennen? Mit einem Trennschleifer. Flex. Ja, genau, ein Trennschleifer. Und diese Trenn- und Schleifscheiben für Winkelschleifer, Fräsen, Flex-Trennschleifer und so weiter, dürfen nur bis 3 Jahre nach Herstellung verwendet werden. Wissen die wenigsten. Nach DIN EN 1241-3 ist das Wegwerfdatum am Befestigungsring eingepresst. Wegwerfdatum? Ja. Spielst du Frisbee damit? Zum Beispiel, könntest du machen. Aha. Das in den Scheiben vorhandene Siliziumkarbid und Korund haben sich nämlich dann aufgelöst und die Scheiben werden spröde und zerspringen. Also höchste Unfallgefahr. Das wusste ich auch noch nicht. Ist mir tatsächlich auch mal passiert auf dem Bau. Da musste ich auch was flexen und dann ist die Scheibe in der Mitte, die war dann sich aufgelöst und dann ging das hui! Ja, das ist ja saugefährlich. Ja. Also wenn ich mich dann noch an die
an diesen Hobbyraum von meinem Vater hin. Also da hingen die Scheiben, die hingen da lange. Und gut, dass ich auch nie benutzt habe. Deswegen bist du Elektriker geworden. Ja. Damit du sowas nicht benutzen musst. Musste ich ja. Mauernhutfräsen haben ja auch Trennscheiben drauf. Aber eigentlich so, als wenn man die jetzt wirklich kauft für den täglichen Gebrauch, dann halten die auch keine 3 Jahre eigentlich. Das ist richtig. Also liebe Hobby-Bastler und Amateure. Und Amateurinnen. Amateurinnen. Gibt ja immer mehr Frauen, die mit schweren Geräten arbeiten. Guckt drauf, wenn das Zeug weggeworfen wird. Das ist wirklich ein Wegwerfdatum. Das ist nicht, könnte vielleicht noch länger sein, sondern ist nicht mehr essen. Ab da wird es gefährlich. Oder die Flex nicht so schnell stellen. Kannst du ja als Hamsterrad drauf. Ja, kann der Hamster laufen. Dauert ein bisschen, aber. Butter kann man damit zum Beispiel noch schneiden. Oder lassen. Da Jan ja keine US-Gesetze mehr vorlesen wollte, übernehme ich das ja. Und eben haben wir gerade vom Hamsterrad geredet. Das hat schon eine gewisse Bedeutung, weil im der US-Bundesstaat New York, der verbietet ab 2024, also ab nächsten Jahr, den Verkauf von Hunden, Katzen, Kaninchen, Meerschweinchen, in Zoohandlungen. Hat den Hintergrund, scheint ein wirklich einer mal nachgedacht zu haben bei dem Gesetz. Damit soll gegen übertriebene und illegale Zuchtbetriebe und Zuchtfarmen vorgegangen werden. Ihr kennt ja auch so Zuhandlungen, also hier, also nicht so kleine, sondern hier diese Ketten, wo du hauptsächlich Futter und Spielzeug und sowas kaufen kannst. Die kaufen, wenn sie, also in den USA zumindest, kaufen von irgendwelchen dubiosen Farmen irgendwelche Tiere an und verkaufen die in ihr, ne? Und das möchten die halt damit unterbinden. Man kann natürlich noch weiterhin Hunde, Katzen, Kaninchen, Meerschweinchen kaufen, allerdings in New York, im Bundesstaat, nur noch in Tierheimen. Weil Tierheime kaufen keine Tiere an. Ne? Damit wollen sie die Farm- und Zuchtindustrie, wo es auch ums Tierwohl geht, kaputt kriegen. Also in Tierheimen kannst du dann Kuscheltiere kaufen, in Zuhandlung nur noch den Bedarf dafür. Ja, dann fahren die Leute woanders hin und kaufen sich die. Ja, dann fahren sie nach Maine. Oder sonst irgendwo. Ja. Aber es ist schon mal ein gut durch. Das ist ein komisches Gesetz aus den USA, wo ich den Ansatz wenigstens verstehe. Oder man muss selber züchten. Ja. Wobei das heißt ja, eigentlich kann man ja züchten, aber man darf sie nicht verkaufen. Richtig. Aber kann man sie verschenken. Aber illegal wird er trotzdem noch wahrscheinlich irgendwie. Ja, aber so zum Tierwohl. Also, ja. Also ich würde mir, also wenn ich wüsste, ich könnte eine Zoohandlung so jeden Monat 30 Welpen abgeben, würde ich ja eine Tierzucht aufmachen. Ne? Wenn ich die verkaufen könnte. Wenn ich sie aber nur noch kostenlos an ein Tierheim abgeben kann, überlege ich mir das 5-mal. Ob ich in meinem Hühnerstall hinten in der Maus eine Hundezucht aufziehe. Was ist mit Gürteltieren? Die werden erschossen. Ach so. Ah, nee, können sie ja nicht. Also, es war auch Texas. In Texas ist sowieso alles anders. Aber die werden wahrscheinlich auch nicht als die werden auch nicht in Zoohandlungen, ja, glaube ich nicht. Ja, so als Haustiere werden die wahrscheinlich auch nicht. Nee. Ja, vielleicht freuen sich dann ja auch die Tiere, wenn sie dann nicht mehr eingefärcht werden oder so. Auf jeden Fall, die feiern ein Jubiläum, wenn sie frei sind. Frei, born to be free. Und das ist auch unser nächster Fakt, denn wenn Meerschweinchen popcornen, sind sie glücklich. Was tun die? Die popcornen. Sie springen mit allen 4 Beinen ab und drehen sich in der Luft. Aha. Wie Popcorn in der Pfanne.
Ach so, ich dachte, die stehen dann an der Mikrowelle und machen. Ja, das wäre ja auch schön. Ne? Ach so, Meerschweinchen Popcorn also. Habe ich aber auch noch nie gesehen. Ich hatte nie Meerschweinchen. Oder ich habe nie drauf geachtet. Hattest du ein Meerschweinchen? Ja. Dann fühlte es sich nicht glücklich bei dir. Es waren zwei. Dann waren es auf einmal fünf. Achso, die haben dann Poppen ohne Korn gemacht. Genau. Die haben dann alkoholfrei gepoppt. Da haben sich aber bestimmt auch gefreut. Fakt 3483. Popcorn erinnert mich an Essen und das tut man ja meistens bei Musik, Film oder sonst irgendwann. Und Termiten zum Beispiel fressen sich doppelt so schnell ab durch einen Baum, wenn sie Rockmusik hören. Okay. Jetzt überlege ich gerade, was da so... Welcher Rocksong denn gut dazu passen könnte. So für Termiten. Die haben bestimmt Woodstock erfunden. Ja. Das ging bestimmt erst im Woodstock los. Auf dem Termitenhügel. Und seitdem ist das so. Ja. Rasend schnell fressen sich da so durch. Ja, apropos rasend schnell. Es geht auch andersrum. Es geht auch sehr langsam. Hören die Termiten dann Walzer? Nee, nicht die Termiten. Ach so. Aber vielleicht ist das ja auch so. Da müsste man ja auch mal rausfinden, ob sie dann langsamer werden. Eine 69-jährige Koreanerin brauchte 960 Versuche, um ihren Führerschein zu machen. Das ist eine Menge. Ja. Sie gab umgerechnet etwa $12,500 dafür aus. Eieieiei. Ich schätze mal, 69 war sie dann, nachdem sie die 960... Die hat bestimmt mit 20 angefangen. Das ist möglich. Die hat mit 20 bestimmt angefangen, versucht, einen Führerschein zu machen. War dann 69... Jetzt habe ich es verstanden. Zum Wohle. Jubiläum. Don't drink and drive. Genau. Safety first. Fakt 3485. $12,500 ist für manche viel, für manche wenig. Man muss das alles mal so ein bisschen in Relation sehen. Die 20 Meter lange Brücke über die Rudolfzeller Ach in Singen am Bodensee ist seit 1923 die teuerste Brücke der Welt. Singen am Bodensee, das könnte auch so ein Rockmusik, so ein Rockfestival sein, oder? Ja. Rock am Ring, Rock im Park, Singen am Bodensee. Singen am Bodensee, ich glaube, das sind eher die Fischerchöre, die Singen ja. am Bodensee. Dem steht hier nicht zum Trotz. Das muss ich ablesen, das ist so enorm. Die Baukosten dieser 20 Meter langen Brücke betrugen 1 Milliarde 520 Billionen 970 Milliarden 901 Millionen 926.024 Reichsmark im Jahre 1923. Im Vergleich, der Bau der 32 Kilometer langen Donghai-Brücke bei Singapur kostete nur $1,5 Milliarden. Der Bau der 7,8 Kilometer langen Öresund-Brücke zwischen Dänemark und Schweden kostete rund €3,8 Milliarden. Ja, aber 1 Billiarde, 520 Billionen,
976.926.024 Reichsmark. Ist halt die teuerste Brücke der Welt, die je gebaut wurde. Lag an der Hyperinflation, die wir in den 20er Jahren hatten. Ja, kommen wir vielleicht auch nochmal hin. Geh weg. Bloß nicht. Ja. Tja, damals hatten die Leute noch Geld, da haben die noch richtig verdient. Ja. Sie wollen ja verdienen, okay, wir machen eine Inflation. Ja, genau. Sie kriegen ab morgen 5 Millionen Euro am Tag. Mhm. Wenn dann aber schon eine Milliarde kostet, ist das natürlich scheiße. Ja. Ja, aber wer mal am Bodensee Urlaub macht und in dieses kleine Städtchen Singen kommt, dieses kleine 20 Meter lange Brüchchen hat auch so eine kleine Plakette dran, wo das dann nochmal genau draufsteht. Ja, viel Geld verdienen kann man auch zum Beispiel in der Filmindustrie. Ja, es ist noch nicht so lange her, da war Avengers Endgame der umsatzstärkste Film aller Zeiten. Der hat über 2,7 Milliarden US-Dollar eingespielt. Hat damals Avatar abgelöst. Mhm. Bis dann James Cameron auf die grandiose Idee gekommen ist, Avatar einfach nochmal ins Kino zu bringen und Avengers Endgame wieder zu überholen. Ich nenne das Cheaten. Ja, ja, ja. Ja, guck mal, 2,7 Milliarden Dollar, da kriegst du ja noch nicht mal eine Öresundbrücke für. Nee. Geschweige denn eine Brücke am Singen am Bodensee. Am Rudolf Zellach. Achso. Doch immer 20 Meter kriegst du da. Ja. Ach ja. Ja. Habt ihr Avatar geguckt? Habt ihr Avengers Endgame geguckt? Schreibt es in die Kommentare. Hast du die geguckt? Nein. Nicht. Beide nicht. Avatar habe ich geguckt. Okay. Avengers Endgame, kam der schon im Fernsehen? Ja. Dann habe ich davon auch schon was gesehen und bin bei eingeschlafen. Man muss ja auch eigentlich die ganzen Filme vorher gucken. Ja, deshalb bin ich auch. Ja. Blickt man da nicht durch. Ja, aber da die ja immer nach 20 Uhr kommen, ja, bin ich da schon meistens im Schlummerland. Ja, und dann gehen die auch noch im Fernsehen über 4 Stunden oder so. Ja, ne, das ist ja dann auch ein bisschen beschwerlich. Aber Avatar fand ich ziemlich langweilig. Den neuen da jetzt? Den habe ich noch nicht gesehen, weil der erste war schon so grottenlangweilig und dann habe ich. Ja, so langgezogen, ne? Ja, es ist eigentlich Pocahontas im Weltraum. Richtig. Aber schöne Bilder. Schöne Farben. Das sieht mir auch immer, wenn ich LSD nehme. Ah. Wenn ich es denn machen würde. Früher. 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 Als du da vernünftig gucken und hören konntest. Richtig. Ja, bleiben wir ein bisschen bei Filmen. Dann mache ich gleich noch einen hinterher. Ja, mach. Keanu Reeves. Der. Keanu Reeves. Der alte Schauspieler. So alt ist er glaube ich noch gar nicht. Schenkte den Stuntleuten von John Wick nach Abschluss der Dreharbeiten individuelle Rolex-Uhren. Ja, haben sich bestimmt für ihn den Arsch aufgerissen, ne? Ich kenne John Wick gar nicht. Nee, die habe ich auch noch nicht gesehen. Irgendwer hat seinen Hund umgebracht und dann ist er. Ausgeflippt. Ja, irgendwie sowas, glaube ich. Haben die Hunde auch Rolex gekriegt? Das weiß ich nicht. Achso. Vielleicht haben die Frolex gekriegt. Vielleicht haben sie Frolex gekriegt, ja. Ja. Aber Keanu Reeves soll auch ein sehr netter Mensch sein. Ja. Ich habe ihn noch nicht getroffen. Nee. Ja, wenn wir schon mal in Hollywood sind, gehen wir mal zu den Deutschen. Ist ja nicht so häufig, dass da Deutsche einen Oscar gewinnen. Hans Zimmer als Filmkomponist hat sogar 2 bekommen. Der hat sie aber dann wieder eingepackt und unten im Schlafzimmerschrank unten hingelegt. Da bewahrt er seine beiden Oscars auf. Weil sie unansehnlich sind. Da die Goldschicht schon abblättert. Aha, okay.
Ja. Waren die von Anfang an schon so? Dann haben sie gesagt, ach komm, ja, das ist nur so ein Deutscher, der kriegt so einen Eulen. Wir haben ja noch so ein paar in der Ecke, die das lassen schon ab hier. Obwohl für den ersten hat er ja für König der Löwen für die Musik gekriegt und den zweiten jetzt halt für Dune. Ach so. Blättert ab, sieht scheiße aus, kommt ab unten in den Schlafzimmerschrank, ab unten in der Schublade und weg. Ach ja. Das ist wahrscheinlich auch so einer, wenn du dich fragst, haben sie denn die Filme gesehen? Nö. Das interessiert mich nicht. Ich mache Musik. Genau. Was soll ich denn mit dem Schiss daheim? Hauptsache Musik macht Spaß. Jodi. Ja. Schnell. Jubiläum. Schnell was in den Boden stecken. Fakt 3489. Wir bleiben bei den Deutschen. Und was ist deutscher als Deutsch, als sich zu beschweren? Das haben die Kanalarbeiter getan. Die Kanalarbeiter. Wer sind die Kanalarbeiter? Ja, das werde ich euch erzählen. Die Gruppe Kanalarbeiter, die aus Bundestagsabgeordneten der SPD bestand, erhielt ihren Namen 1957, als die Mitglieder gegen zu kleine Portionen in der Bundestagskantine protestierten. Kleine Würstchen, nein! Oder was weiß ich. Sie bestellten sich nur noch Besteck und aßen mitgebrachte Würste mit Kartoffelsalat. Aha. Und deshalb waren das dann die Kanalarbeiter. Aha. Warum auch immer, aber ja. Naja. Man hätte sich auch die Deutschländer Würstchen nennen können. Ich glaube, die Marke gab es damals doch gar nicht. Ja, das kann sein. Das war Böklen und Maika oder irgendwie sowas waren damals 57 noch so führend oder so. Naja, Maika ist ja immer noch. So. Ja, aber ja. Das ist doch auch mal was, was für sich zu protestieren lohnt. Zu kleine Portionen in der Betriebskantine. Genau. Ja, dafür kann man dann auch mal protestieren und streiken. Genau. Ja, ich weiß auch nicht, wie das da ausgegangen ist, aber scheinbar es da nicht mehr um das Essen in der Bundestagskantine protestiert oder gestreikt wurde, wurden die Portionen wahrscheinlich wohl größer. Was das Arbeitsklima dann in der Regierung wohl oder im gesamten Politikerhaufen da wohl aufgehellt hat. Keine Ahnung. Der Watercooler-Effekt. Das ist ja vielleicht so was ähnlich. Also der Watercooler-Effekt besagt, dass ein Plausch unter Arbeitskollegen am Wasserspender, also es ist eine amerikanische Studie, ne? Darum Watercooler, die haben ja immer diese großen Wasserspender da. Heute würde man sagen, der Kaffeemaschinen-Effekt. Ja, ne? Ja, aber die Gesamtstudie sagt, dass ein Plausch unter Arbeitskollegen am Wasserspender, am Kaffeeautomaten oder in der Raucherecke die Kommunikation fördert und die Arbeitseffektivität um 10-15% steigert. Kurze, flexible und ungezwungene Pausen zwischen den Verordneten sind förderlich für Umsatz und Betriebsklima. Es sei denn, die Pausen dauern 10 Minuten und es stehen 7 Leute draußen und rauchen. Ich rauche nicht, ich trinke keinen Kaffee. Ja, dann geht's zum Watercooler. So was hätten wir. Ja. Dann muss ich mit den Leuten am Wasserspender unterhalten. Ja. Die stehen ja alle draußen und rauchen oder trinken Kaffee. Ja. Ja. Bin schon ganz schön einsam auf der Arbeit. Was heißt das? Du musst anfangen zu rauchen, Kaffee zu trinken und Wasser zu lassen. Oder zu trinken. Und dann muss man ja auch nochmal aufs Klo da durch. Da sind ja nochmal Pausen. Aber da unterhält man sich eher weniger mit den Kollegen. Ja.
Ja, Umsatz und Betriebsklima. Das ist natürlich das eine, das möchte der Chef natürlich sehr gerne, den Umsatz, das Betriebsklima. Naja, bei manchen Chefs ist das egal. Manche. Ja, und Chefs können ja auch manchmal schon ganz schöne Monarchen sein. Und der am längsten regierende Monarch aller Zeiten war Ludwig der 16. von Frankreich. Aha. Louis der 16. Er regierte 72 Jahre und 110 Tage lang. War die Queen nicht auch so lange unterwegs? Fast. Aha. Queen Elizabeth II. War 70 Jahre und 214 Tage im Amt. Nicht ganz geschafft. Hätte sie noch 2 Jahre durchgehalten, dann... Jetzt gibt es Buch-Eintrag gehabt. Ja. Naja, aber sie war ja die am längsten regierende Königin in... In England auf jeden Fall, aber nicht auf der Welt. Ich glaube, der thailändische König Bhumibol, der liegt knapp hinter der Queen. Der hat auch über 70 Jahre und ein paar hundert Tage, aber nicht ganz so viel. Heißt der Gummipool? Bhumibol hieß er. Ach so, natürlich. Das war der, wo ich schon mal drüber erzählt habe, wo ich in Thailand Urlaub war und mir ein 100er-Schein, wo sein Antlitz drauf war, runtergefallen war. Und es kam Wind auf und er huschte so ein bisschen über die Straße und mit dem Fuß drauf getreten habe, um diesen Schein festzuhalten. Da hat mich ja die halbe Meute da weit gelüncht, weil ich ihren König mit Füßen getreten habe. Damals hat König Bhumibol noch gelebt. Ja, so ist das mit Monarchen, ne? Ja. Aber ich glaube, in Deutschland möchte ich auch keinen haben. So ein König oder so. Würdest du das gut finden? Monarchie in Deutschland? Wenn es ein vernünftiger König ist. Aber in England machen die ja auch nicht mehr viel. Ja, das ist richtig. Ja. Jubiläum! Noch sind wir nicht ganz so weit. Wir sind erst bei Fakt 3492. Aber wir bleiben in England, wir bleiben bei Königin und bei deren Marotten und Gefolgsleuten. König Heinrich VIII. Von England hatte Diener, die Groups of Stool genannt wurden. Zu Deutsch Stuhlpfleger. Die hatten da mit dem Stuhl nichts zu tun, sondern die waren dafür da, um ihn nach dem Toilettengang sauber zu wischen. Grooms of Stuhl. Also der königliche Arschabwischer. Genau so. Was Cäsar als Regent von Rom noch selber mit der Zahnbürste erledigte, oder im Luferschwamm, dafür hatte halt König Heinrich VIII. Von England Leute, die ihm dann überall schön sauber wischten. Ja. Da hat der Begriff Arschkriecher eine ganz andere Bedeutung auf einmal. Ja, ich glaub's auch. Mein König, wir müssen das schön sauber machen. Ja. Moment, ich gucke nochmal. Ja, ich komme. Ah, ja. Oh, da ist noch was. Lecker. Gleich vergessen. Ja, bloß runterspülen. Ja, wo wir schon bei seltsamen Gasen sind, die sich die Grooms of Stool wahrscheinlich auch immer ausgesetzt fühlten, kommen wir nach Gasen aus Afrika. Also wieder Richtung Ägypten. Aha. Akazienbäume in Afrika kommunizieren nämlich miteinander. Aha. Sie stoßen Gase aus, um andere Bäume zu warnen, damit diese rechtzeitig das Gift Tannin produzieren können, welches sie vor hungrigen Tieren schützt. Aha. Sind also meistens wahrscheinlich so Gazellen oder Giraffen. Und diese Giraffen, die
haben eine Taktik auch entwickelt, ja, dass sie gegen den Wind fressen. Das heißt, sie fangen an, eine Akazie zu fressen, die verströmt dieses Gas, was natürlich in eine Richtung weht. Das heißt, die Giraffen gehen in die andere Richtung zu diesem Baum. Ah. Damit der wurde ja dann nicht gewarnt von der anderen Akazie. Ja, also das Tierreich ist ja schon manchmal sehr, sehr tricky und sehr spannend zu beobachten. Ne? Ich glaube, das hatten sie mal auch in irgendeinem Zoo, wo sie Akazien gepflanzt haben und dann sind die Tiere krank geworden. Aha. Ne, wegen diesem Gift. Weil die Tiere das nicht wussten. Bei Elefanten im Zoo fällt mir ein, wusstest du eigentlich, dass einer der ersten Bomben, die die Alliierten damals auf Berlin abwarfen, den einzigen Elefanten im Berliner Zoo getötet haben? Krieg ist scheiße. Wollen wir dabei Tieren bleiben? Meinetwegen. Okay, dann kommt jetzt Fakt 3495. Hummer sind nicht biologisch unsterblich. Aber sie produzieren ein Enzym, das ihre Zellen repariert und ihrer DNA hilft, sich unbegrenzt zu replizieren. Daher werden sie sehr alt und können Verletzungen besser heilen. Das heißt, bei jedem Häuten, oder wie sich das dann da schimpft, ne, ihre Panzer, den schmeißen sie ja ab, der wird immer härter. Wenn die bei einem Kampf zum Beispiel ihre Schere verloren haben, die wächst wieder nach. Ja. Das dauert zwar ein bisschen, aber die Schere wächst wieder nach. Ne, also die Greifern, ne, von so einem Hummer. Was bei Menschen ja nicht der Fall ist. Und dadurch sterben dann die Hummer meistens auch, weil das Häuten halt immer länger dauert, weil es halt auch immer mehr ist und dadurch werden sie dann halt mal auch gefressen oder ersticken unter ihrer eigenen Last. Das ist ja. Ja, also wenn nachwachsende Körperteile mögen zwar nett sein, aber es hat das alles seine Vor- und Nachteile. Da macht es Hummer, 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 Tätere, 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 Jubiläum. Jubiläum. Ja, Hummer ist, okay, Hummer ist kein Fisch, aber ja, ist das jetzt eine Meeresfrucht? Was ist denn das, wenn du ins Lokal gehst? Ein Hummer ist sowas wie die Meerjungfrau für Krebse. Ach so. Aha. Naja, das bringt mich auch nicht weiter. Auf jeden Fall war Uhu der erste Kleber, der nicht der Fisch roch. Bevor dieses Ding von der nordrhein-westfälischen Firma erfunden wurde, dieser Kleber, riecht nach Kleber. Riecht nach Kleber. Riecht nach Kleber. Klebstoff wurde bis dahin nämlich, wie bei den alten Römern, aus eingekochten Fischabfällen gemacht. Sogenannter Fischleim. Und die da waren die ersten, wo der Klebstoff nicht nach Fisch roch. Uhu, mit der einzigartigen kristallklaren Gelkonsistenz ermöglicht tropffreies und sauberes Kleben. Kaufen Sie Uhu. Ohne Fischgestank. Ja, jetzt ist genug Werbung. Was sitzt im Baum und winkt? Ein Uhu. Jubiläum. Flachwitze Teil 3.978.000.
Ja, jetzt fragt man sich ja natürlich, warum heißt denn dieser Kleber Uhu? Uhu. Das kommt daher, dass Schreibutensilien damals nach Vögeln benannt wurden. Marabu-Pinsel, Adler-Schreibmaschine, Pelikanfüller, Uhu-Kleber, Schwanenfilzstifte. Schwanenfilzstifte, ja. Marabu-Pinsel auch. Pelikanfüller, ja. Alles Vögel. Das kommt vielleicht ja daher, dass man ja früher mit Federn geschrieben hat. Das könnte natürlich sein. Das ist eine Assoziation, ist so an Mittelalter, wo und mit Feder und Tinte, Feder kommen von Vögeln. Oh, was haben Sie da für eine Feder? Pelikan. Ja, ich bin gut zu Vögeln. gut zu Federn. Wie auch immer. Ja, kann ja sein. Ne? Kann ja sein. Wenn wir schon mal bei Vögeln sind, Eulen haben keine Augäpfel. Was gibt's doch so für Äpfel außer Augäpfel? Erdäpfel, Kartoffeln. Ja, was noch? Granatäpfel. Granatäpfel, was noch? Pferdeäpfel. Ja, Pferdeäpfel. Genau um die geht es jetzt. Aha. Denn der Ausdruck Pferdeapfel oder Pferdeäpfel oder auch Rostknödel genannt. Rostknödel kommt bestimmt aus dem Süden. Ja, und so kommt daher, dass die einzelnen Kotballen in Größe und Form an einen Apfel erinnern. Also völlig unspektakulär oder ein Knödel. Ja, je nachdem, was man lieber isst. Ja. Da müssen wir mal die Grooms of Stool fragen. Ja, genau. Aber ich glaube nicht, dass die Herrscher geäpfelt oder geknödelt haben. Ich glaube, die haben richtig gekackt. Vielleicht haben die dann auch so. Vielleicht haben die ja die Kanonenkugeln für die Burg gemacht. Zur Verteidigung. Ja. Aus Königsäpfeln. Ja, ja, die haben das ja wirklich manchmal dann auch über die Burgmauern geschüttet bei so einer Belagerung. Ne? Ja. Ja, ja. Jetzt kommen sie mit Salatöl, mit heißem Salatöl. Oh, ist gar nicht heiß, nur lauwarm. Ja. Ja, liebe Leute, kommen wir zum Jubiläumsfakt. Jubiläum! 3500, es ist unfassbar. Und wir bleiben in der Natur und auf dem Land und ja, bei Geilhaufen auf einer frischen Weide kann man beobachten, dass dort das Gras üppiger wächst. Bei Geilhaufen. Hat das irgendwas mit Sex zu tun? Vielleicht mit abartigen, aber Geilhaufen entstehen, wenn also die Viehherde im Jahr davor die Weide abgegrast hat, ne, dafür sind ja Weiden da, ne, werden abgegrast von Rindviechern oder Schafen, ne, hauptsächlich Rindviechern. Und wenn die da fressen, dann hinterlassen sie natürlich auch ihre Kuhfladen. Und überall da, wo Kuhfladen gelandet sind im Vorjahr, wächst im nächsten Jahr das Gras üppiger. Und diese Flächen nennt man Geilhaufen. Aha. Vielleicht kommt es ja daher, dass die Landjugend sich gerne im hohen Gras tümmelt. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sind Geilhaufen halt die üppigen Grasstellen auf der Weide, wo im letzten Jahr früher die ganzen Kuhfladen lagen. Viel Spaß bei Sex in der Natur. Und dann ist man gerade so dabei und dann, weißt du eigentlich, warum ja, das genau. Gras hier so hoch ist? Ja. Weil die Kühe hier vorhin letztes Jahr hingeschissen haben. Ja, oh, das macht mich so an. Geilhaufen. Was ein Scheißfakt.
Ein Scheißfakt zum letzten Jahr heute. Egal. Ich hoffe, es hat euch war etwas Interessantes oder Amüsantes für euch dabei. Wir haben euch ein bisschen erfreut an diesem Jubiläum. Jubiläum. Und das Telefon klingelt. Da will uns jemand gratulieren. Da muss er sich gedulden, bis wir abgedreht haben. Ja. Ja, schön, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir freuen uns über jegliche Kommentare. Gut oder schlecht, sagt es uns, was euch gefällt und was nicht. Lasst mal einen Daumen nach oben da. Genau, wäre mal nice. Und ja, wir sehen uns dann wieder, bis es wieder Fakten gibt, die kein Mensch braucht. Oder vielleicht doch. Oder vielleicht doch. Wenn man es mal im hohen Gras, ne? Wenn man mal hohes Gras sucht. Genau. Ja. Macht es hübsch, liebe Leute. Tschüss. 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 Jubiläum.